Erstmals seit fast einem Jahrzehnt will die NASA wieder Astronauten von den USA aus zur internationalen Raumstation ISS schicken. Am 27. Mai sollen die beiden Astronauten Robert Behnken und Douglas Hurley mit einer Rakete des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral abfliegen. 2011 war zum letzten Mal ein US-Shuttle zur ISS geflogen. Aus Kostengründen hatte die NASA ihre eigene Shuttle-Flotte ausgemustert. Seitdem sind die USA beim Transport von Astronauten auf Russland angewiesen, um zur ISS zu gelangen. Die NASA musste sich teure Plätze an Bord der russischen Sojus-Kapseln kaufen, die von Kasachstan aus starten. Nun soll es also Ende Mai endlich wieder einen bemannten Flug von Cape Canaveral ausgeben. Im vergangenen Jahr testete SpaceX erfolgreich die Dragon-Kapsel für bemannte Raumflüge, indem sie ohne Crew zur ISS flog. Doch weil die zurückgekehrte Kapsel bei Tests in Cape Canaveral versehentlich zerstört wurde, hatte sich die Wiederaufnahme der bemannten Flüge weiter hinausgezögert.